Leute, es ist bald soweit und zwar kommen die Sonnenbrillen. Ich erzähle euch mal ganz kurz die Background-Story dazu, wie ich dazu gekommen bin, beziehungsweise warum ich eigentlich Bock habe, jetzt Sonnenbrillen rauszubringen. Da ich einfach keine Lust hatte, wie jeder 0815-Typ einfach eine Studio-Brand rauszubringen, habe ich mir gedacht, okay, passt, ich bringe Sonnenbrillen raus und ich bin eigentlich schon seit Februar 2023, also fast 1,5 Jahre, oder? Bisschen weniger, am Sonnenbrillen produzieren. Es hat jetzt ein bisschen gedauert, bis ich das perfekte Modell habe, so wie ich es mir vorstelle. Der erste Drop wird etwas kleiner noch sein, aber habt keine Angst, ich habe eigentlich noch für diesen Sommer und auch für Winter schon einige geile Sachen geplant. Jetzt am Anfang wird einmal diese Sonnenbrille rauskommen, also so ein geiles Produkt. Diese grau-transparenten mit den blauen Gläsern und dann noch einmal die schwarze. Preislich liegen wir bei den Brillen bei 99 Euro. Das Geile dabei ist, aber ihr bekommt nicht nur die Brille, sondern ihr bekommt bei jeder Brille auch das Etui dazu und auch gleichzeitig den Strap, den ihr, also das könnt ihr dann quasi einfach als Umhängetasche verwenden. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber es hat mich einfach extrem genervt. Ich habe extrem viele Etuis zu Hause rumliegen, aber ich habe sie nie verwenden können und deshalb habe ich mir gedacht, okay, ich bastel gleichzeitig dazu auch noch eine Bag. Der Drop von Santas wird am 2.6. sein, um 11 Uhr. Schön im Kalender eintragen, ne? Und ich würde euch raten, seid wirklich schnell, weil ich habe für den ersten Drop wirklich sehr, sehr wenig produziert. Ich weiß, es sagt jeder, aber sie sind wirklich streng limitiert. Und wenn du wirklich schon schlau warst, hast du in den ein oder anderen YouTube-Videos davor schon einen Early Access Code erraten können. Und falls ihr euch fragt, wie ich auf den Namen Santas gekommen bin, manche spekulieren wegen Sonne, Santas, aber im Endeffekt mein vorheriger Name, den ich eigentlich immer hatte, hatte ein bisschen den Slogan Life is short like a shot, hat aber tatsächlich dann nicht zu einer Sonnenbrillen-Brand gepasst. Dann habe ich irgendwie umdisponiert auf Santé, aber Cheers, konnte ich aber nicht nennen, weil ein Brand-Owner aus Italien heißt so und deshalb habe ich einfach ein S hinten dran gehängt und jetzt passt der Name meiner Meinung nach wirklich perfekt, weil er doch gleichzeitig eine Anspielung zur Sonne. Und ja, viel mehr habe ich eigentlich nicht zu sagen. Folgt eigentlich noch unbedingt den Instagram-Account von Santas. Wird mir wirklich sehr, sehr viel bedeuten. Ich küsse euer Herz. Ich hoffe, euch gefallen die Brillen. Und ja, seid auf jeden Fall gespannt, denn ich habe sehr, sehr geile Projekte in der Pipeline. Und ja, macht einfach, lasst einfach ein Abo da bei Santas. TGQ Evergreen.